Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Let's Flash. Heute werden wir mal in die Rolle eines Barkeepers schlüpfen. Und zwar in diesem schönen Spiel The Right Mix. Und zwar sind wir, ja, wir spielen dort, wie wir sehen, einen Barkeeper. Und wir müssen verschiedene Drinks zusammen mixen. Und der Barkeeper, ja, der bewertet dann quasi unsere Drinks, indem er entweder verreckt oder übelst abgespackte Posen macht oder die Fresse verzieht oder was weiß ich, was es da nicht so alles gibt. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal willkürlich an zu mixen und hauen uns erstmal eine schöne Pulle Champagner. Yeah, Champagne! Das muss in jeden guten Drink. Und ach, machen wir noch ein bisschen Eis rein. Eis, Eis, Baby! Was habe ich jetzt gerade gemacht? Oh, eine Zitrone. Ja, eine Zitrone ist auch gut. Und natürlich Eis. Eis muss auch mit rein. So. Jetzt wird erstmal geshaked. Nicht, dass noch die ganze Kohlensäure rausgeht. So. Und jetzt wird die Gülle mal probiert, ne? Auf, Kumpel. Ex und hopp, würde ich sagen. Und? Und wie ist er? Ja, ich halte mal den Sound ein bisschen leiser. Der ist doch ein bisschen lauter, als ich dachte. So. Okay, das war anscheinend nicht so gut. Dann mische ich mal was, was ich gerne mische. So, erstmal der gute Wodka, ne? Der gute Edeka-Wodka, der billige, der muss da rein. Und natürlich der Tetrapack Cranberry Saft, ne Quatsch, der Tetrapack Lemon Saft, der muss da auch mit rein. Ja, immer das Billigste vom Billigsten. Am besten noch Ja-Wodka, falls es sowas überhaupt gibt. So, dann noch ein Eis rein. Dann wird geshaked. Aber nicht zu lange, meine Freunde. Jetzt wird serviert. Wenn wir. Ah, verdammt. Hättet ihr jetzt während dem Shake auf die Zitrone geklickt, hätte er noch eine Zitrone mit ins Glas getan. Hat zwar keinen besonderen Effekt, sieht aber nice aus und kommt irgendwie voll professionell rüber. Und? Oh, er findet's gut. Tja, ich hab halt Geschmack, Leute. Okay, was gibt's denn noch Leckeres? Wir haben hier Orange Juice, wir haben Sabuca, Chantre, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Whisky haben wir da. Triple Sec. Zweimal dasselbe? Nein, ah, da. Kalua. Dann Creme de Coco. Kakao oder so. Creme de Meth. Ja, wir haben auch Absinthe, ja. Vermont. Calvados. Gin. Tequila. Oh, was waren gut. Ach, verdammt, wir haben hier kein Bier. Da hätte ich Tequila-flavored Bier gemacht, ne? Wisst ihr Bescheid? Na, okay. Mixen wir erstmal hier schön Tequila. Und was können wir noch reinhauen? Ah, komm, eine ganze Pulle Absinthe, oder? Runter mit dem Zeug. Das sieht aus wie. Wie Kotze. Naja, wenn man das Zeug erstmal gesoffen hat, dann hat man. Dann. Ja, dann wird die Kloschüssel dein bester Freund für den Abend. So, ein bisschen schütteln. Zitrone schnibbeln. Okay, das hat jetzt mehr so ausgesehen, als hätte er Zitronen ausgespritzt. Was ziemlich eklig ist. Aber das kann ich auch. Okay, runter mit dem Ding. Und? Unglaublich, der feiert das. Okay, gut. Dann mal etwas, was der gute Kevin so gerne trinkt. So, natürlich wieder der gute Edeka-Wodka. Ganz wichtig, ne? Und natürlich, wie könnte es anders da sein, der gute alte, ja, Tetrapack Orangensaft. So, dann noch ein Eiswürfel rein. Zack. Und dann wird auch schon geshaked. Ordentlich vermischt muss die ganze Kacke sein, so mag's der Kevin. So. Ja, Wodka, oh, das trinkt der Kevin sehr oft. Ist mir aufgefallen. Und mal schauen, was der gute Barkeeper dazu sagt. Runter damit. Ah, okay, dasselbe wie bei Wodka Lemon. Cool. Okay, was gibt's noch? Ich meine, oh, Passionsfrucht. Lass uns doch mal Champagner mit Passionsfrucht mischen.
Ich kann mir das im Real Life irgendwie schon ziemlich lecker vorstellen. Ich meine, hallo, Passionsfruchtsaft. Boah, lecker. Was machst denn du da? Hast du etwa gerade den Krug gepullert, du Sau? Oh, das ist Tonic Water. Ja. Ach komm, eine ganze Zitrone geht auch noch rein. Merkt doch eh keine Sau, ist dann vielleicht ein bisschen stücklich, aber was soll's. Ah, ich dachte schon, es laggt. Dabei habe ich gar nicht auf den Knopf gedrückt. So, dann servieren wir mal hier das komische Gesöff. Was sich wahrscheinlich eh keiner geben kann. Okay. Okay, okay. Also, ich würde mal sagen, gewöhnungsbedürftig. Naja, okay. Gin Tonic. Wir machen einen Gin Tonic. Das ist zum Beispiel auch noch ein Drink, den ich kenne. Habe ich zwar noch nie getrunken. Ich habe echt noch nie einen Gin getrunken. Aber Gin Tonic ist einer der bekanntesten Drinks. Deswegen mache ich jetzt einfach mal einen Gin Tonic, klar. Und damit es nicht allzu zum Kotzen schmeckt. Nein, Eis. Woo! Jetzt wird geschickt. Shake it, shake it, baby. Shake it, shake it. Und servieren. So, was haben wir diesmal gezaubert? So, muss ich das schon wieder trinken? Naja. So, hopp! Na toll, du hast mich umgebracht, danke. Leute, wir haben einen Barkeeper auf dem Gewissen. Ist das scheiße. Okay, Gin Tonic können wir in die Tonic kicken. Wie wär's mal mit Absinth? Lassen wir es einfach mal laufen. Laufen lassen. 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 Und shaken, 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 shaken. Und damit es nicht ganz so kacke schmeckt, noch eine Zitrone. Oh, 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 oh. So. Ja, Leute, Absinth. Die Scheiße hat meistens 60 bis 66% Alkohol. Also könnt ihr euch schon denken, was der da gerade wegkippt. Ja, den Tod. Immerhin ist es realistisch. Ja, ja. Kaum stellt die Firma den zweiten Barkeeper ein, bringen wir auch den zur Strecke. Okay, Leute, ich werde auf jeden Fall niemals Barkeeper. Ich bleibe beim Einzelhandelskaufmann. Aber probieren wir es einfach mal weiter mit dem Tequila. Tequila ist immer gut. Und dazu ein bisschen Passionsfrucht. Hatten wir das nicht schon? Cranberry-Saft, ja komm. Cranberry-Saft. Muss ja. Und ein Schlöckchen Wodka. Und noch ein bisschen Eis. Und Crystal Meth. Und Crack. So, shaken, shaken, shaken und servieren. Es ist pink. Es ist also ein Lady-Getränk. Wie schmeckt dir denn das Weiber, Josef? Nice! Scheint gut zu schmecken, merke ich mir für die nächste Party. Okay, zeige ich euch mal was auch noch passieren kann. Nehmen wir mal Wodka. So, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen und jetzt den Cranberry-Kack. So, ist euch schon mal aufgefallen, dass man irgendwie Wodka... Also man kann Alkohol nicht mit Alkohol mischen, man muss das echt mit Mischgetränken machen. Jetzt passt mal auf, was passiert, wenn es so lange schüttelt. Shaken, 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 shaken und... Jo. Das passiert, wenn man zu lange schüttelt. Und das kann euch auch beim Masturbieren passieren, Freunde. Also lasst es lieber. 5 bis 10 Mal am Tag reicht, aber nicht 12 Mal. Dann tut's schon weh. So, dann der gute alte Whisky. Natürlich hat man in dem Spiel natürlich keine Cola, ne? Musste ja so sein. Okay, dann pullern wir mal ein bisschen von unserem Eigenurin mit Nei. Der Jude Tetrapack, natürlich der Orangensaft, nicht mein Pipi. Ja, schütteln, 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 servieren.
Und warte, was wir da für eine Gülle zusammengerührt haben. Ja, erstmal noch gucken, ob die Bullen noch nicht da sind. Und runter. Und gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Er sieht doch noch gut aus. Scheint gut zu sein. Okay, dann jetzt aber mal was richtig Memmenhaftes. So. Passionsfrucht. Ja, das ist nämlich gar nichts. Das ist ja jetzt nur der Saft. Und jetzt Tonic. Tonic Water. Soweit ich weiß, ist Tonic Water einfach nur hier Sprudelwasser. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Schütteln, schütteln, schütteln. Servieren. Mit Zitrone. So. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, was kruspeln die da oben jetzt mit ihren Sachen rum? Okay, Ex und hopp! Och nee, ach komm, das ist doch nur Saft gewesen. Mann, das war doch nur verdünnter Saft. Mein Gott, schmeckt der ja Creme, der ja Tetrapack-Saft so scheiße oder was? Hättest du mir auch hier liebevoller sagen können. Ich weiß nicht, mit was ich Whisky mischen soll. Also ich. Eigentlich mit Cola. Whisky-Cola trinke ich nur. Deswegen, ich. Mit irgendeinem Saft habe ich das noch nie gemischt. Ja, okay. Nehmen wir mal den. Nehmen wir einfach mal wieder Absinth. Die grüne Galle da. Und hauen da Lemon Juice rein. Zum Verdünnen ein wenig Tonic Water. Ja. Und Eiswürfel. Irgendwie musst du jedem Drink Eiswürfel. Drinks kannst du nur kalt trinken. Wenn du die warm trinkst, dann kannst du auch aus dem Klo saufen. Schmeckt dann genauso. So, dann schauen wir mal, was wir da gezaubert haben. So, und runter damit. Und? Ist er gut? Seht ihr? Es hat ihn umgehauen! Oh mein Gott, es war so toll. Ja, gut. Ich würde mal sagen, Zeit für einen Drink haben wir noch. Wir nehmen den Gin. Ja, lass mal ordentlich was reinlaufen. Ja. Mischen das mit Champagne! Yeah, Champagne for my pain. Und Absinth for my pain, brain. So, Eiswürfel, shake it down, baby. Servier. Nee, nee, nicht kotzen, nicht kotzen. Och Mann, ey, du hast dir voll die Schuhe eingesaut. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Runde von ja, Flash Games, dieses, wie heißt es nochmal? Ich habe wirklich den Namen vergessen. Let's Mix oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt seid ihr wieder dran. Testet das Spiel ruhig selber und versucht einfach mal den geilsten Drink der Welt zu mixen. Und schreibt es mir dann in die Kommentare. Weil es gibt wenn ihr einen ganz speziellen Drink mixt, der beste ist der, wo ihr ihn anbetet. Da betet er das Glas an. Ja, und das ist eigentlich eine witzige Idee. Probiert das Spiel selber aus. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dann schreibt mir einfach mal, was ihr gemixt habt, um den Barkeeper so zufriedenzustellen, dass er den verdammten Drink anbetet, ja? Gut, dann würde ich sagen, das war's wieder für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!